Der Song Abenteuer ist entstanden, als die Crowdfunding-Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Und das war eigentlich so die erste Euphorie, dass wir es geschafft haben. Und ja, bau dir selbst ein Abenteuer, das sagt eigentlich alles aus. Genau. Kostbar ist ein Song, der eigentlich uns beide beschreibt. Es geht ja um Freundschaft in dem Song. Und im Prinzip sagen wir uns eigentlich nur mal, dass egal, wie viele Jahre wir ja schon zusammen verbracht haben und wie viele Höhen und Tiefen wir mit gemeinsam auch schon gegangen sind. Sven hat mal so einen schönen Satz gesagt. Eine Freundschaft ist wie eine alte Tür. Genau. Und egal, ob sie knarrt. Sie ist nie wirklich zugewiesen und man hat sich schon so viel verziehen. Und da heißt es auch einfach nur mal Danke zu sagen. Du bist mir kostbar. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Das schleimert nicht so rum. Stroh zu Gold ist ein typischer Motivationssong. Man hat ja, nein, nicht man hat, ich habe, wenn ich so sitze, mich manchmal einigle in meinen Songs und Geschichten, die ich dann schreibe, brauche ich auch viel Ruhe. Ziehe dann auch wirklich mal das Telefon raus und mache mal die Gardine zu und sehe dann auch 2-3 Tage kein Tageslicht. Das passiert auch durchaus. Manchmal hinterfrage ich mich auch sehr häufig. Ist das noch alles so richtig? Ist das alles noch so gut? Und ich glaube, das kennt jeder, der es schreibt, dass man natürlich auch so Höhen und Tiefen durchlebt. Und wenn es mir ein bisschen doof geht, dann schreibe ich halt eben so ein Ding wie Stroh zu Gold. Also ich trete mir quasi regelmäßig immer selber in den Allerwertesten, damit ich wieder hochkomme und Gas gebe. Und das ist ein automotivierender Song gewesen. Und der aber auch für uns in der Band auch immer ein Motivationssong war. Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Also ja, Wahrheit und Pflicht, da geht es um eine junge Frau und einen etwas, ja auch fast jungen Mann, die beide lange Musik machen und sich gegenseitig quasi auch trotzdem nochmal sagen so, mein Gott, was bist du einfach nur für eine Type, aber irgendwie bist du total scheiß ehrlich und ich finde dich gut. Also es geht um uns. Ja, Zentimeter Glück ist für uns eigentlich sowas wie eine Liebeserklärung an die Musik. Die Geschichte dahinter ist eigentlich aus einem Gespräch mit Svens Arbeitskollegin entstanden, die damals gesagt hat, stell dir vor, dein Leben ist ein Maßband und jeder Zentimeter ist ein Jahr. Und wenn du mit dem Finger auf das Band tippst, so alt wie du jetzt bist, dann mach dir doch mal klar, wie viel Zeit du noch hast. Und was willst du mit dem Rest deines Lebens anstellen? Und für uns ist klar, was wir den Rest unseres Lebens anstellen wollen. Und, Musik, genau. Wir haben schon so viel Zentimeter Glück eigentlich erreicht. Genau. Du lebst in mir ist ganz simpel erklärt die Geschichte, wie ich meine aktuelle Partnerin vor vielen Jahren kennengelernt habe. Und das Thema ist nach wie vor immer wieder präsent, weil sie auch eine ganz große Rolle dabei spielt, wie die Songs entstanden sind, weil sie mir immer den Rücken gestärkt hat. Und ja. Wie war denn das? Genieß den Augenblick ist ja eigentlich. Also aus unserer. Also die Idee kommt eigentlich aus der Übergangsphase. Wir haben uns ja aus der Coverband gelöst und haben dann einfach auch den Mut gehabt, etwas Neues zu machen. Und uns dort reinzubeißen. Und ich fand es immer schade, dass die Mitmusiker damals eben den Weg nicht mitgehen wollten und hat auch eine motivatorische Komponente, letztendlich. Wir wollten eigentlich die anderen mitmotivieren, hat nicht so ganz geklappt, aber für uns hat es gereicht. Und wir haben uns gesagt, egal wohin die Reise geht, das was jetzt ist und was bleibt oder was kommt, soll man trotzdem einfach irgendwo genießen. Und auch den Mut haben, zu träumen, also trau dich ruhig zu spinnen. Wenn dein Herz zerbricht. Das haben wir alle schon mal erlebt. Ne? Also eine zerbrochene Beziehung oder Jobverlust oder einfach Geschichten, die das Leben schreibt. Wir haben da in dieser Nummer ziemlich viel reingepackt. Also es ist gar keine einzelne geschlossene Geschichte, sondern es sind mehrere Teilgeschichten, die letztendlich immer wieder darin münden, woran das eigene Herz kranken kann.
Ja, also Generation Adrenalin ist sozusagen ein Wutsong. Manchmal traut man sich ja in bestimmten Situationen oft nicht die, seine Meinung zu sagen, man versteckt sich ja oft auch immer. Und eigentlich geht es darum, einfach auch mal laut zu sein und einfach mal das zu sagen, was man denkt und worauf man Bock hat und dass man auch gar keine Angst haben soll, egal was da passiert. Also jeder hat das Recht, auch irgendwo seine Meinung zu vertreten. Ja. Ja, hat auch eine relativ sozialkritische Komponente noch enthalten und genau, es geht einfach darum, eben mal nicht politisch korrekt zu sein, sondern einfach mal direkt zu sagen, du, finde ich nicht in Ordnung, genau. Das ist Mist, das ist ganz großer Mist, so zack, raus, fertig. Also der Song sagt einfach so, nett war gestern und heute ist mal. Also Unsterblich ist ein ziemlich persönlicher Song, den habe ich jemanden aus meinem persönlichen familiären Umfeld gewidmet, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Und, ja. Schnee von gestern ist ein Song, da geht es um Hoffnung. Dass Dinge, die man vielleicht gesagt oder getan hat, sie sind passiert und sie sind teilweise auch nicht rückgängig zu machen. Aber wie der Name schon sagt, es ist halt Schnee von gestern. Und, das sind Dinge, die man einem auch verzeihen kann und man hofft auf einen neuen Tag und auf einen besseren Weg. Helden. Auch Helden ist irgendwie. Wir sind schon wieder bei Motivationssongs, ne? Aber wir haben ganz viele davon, aber wahrscheinlich sind wir auch so gestrickt als Menschen. Also Helden, die Aussage bei Helden ist ganz einfach, egal was andere sagen, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, mach dein Ding. Und weil Helden sterben erst am Schluss.